Willkommen in der Welt von morgen! Okay, das war jetzt ein bisschen random, aber unterm Strich kein schlechter Anfang für ein Video, oder? Und nun Intro! Mann, bin ich ein Spasti. Seit Menschengedenken ist das Wissen ein Gut, welches von Generation zu Generation sorgfältig weitergegeben wird. Woher kommt diese krasse Erzählerstimme? Weiche! Weiche! Zurück in die Erzählerhölle mit dir! Who you gonna call? Ghostbuster! Okay, eine kleine Vorwarnung. Das Wissen, was ihr jetzt gleich erlangen werdet, wird euch in keinem Test helfen. In keiner Lebenssituation nützen. Euch eher dümmer statt schlauer machen. Aber es ist witzig. Heute erzähle ich euch was über unnützes Wissen. Yeah! Und es geht los in... Banane teilt zu 55% das Genmaterial des Menschen. Du glaubst, du bist was Besseres als ich? Dein Doktortitel und dein schicker Anzug? Die beeindrucken mich gar nicht. Komm raus von den Türen, du nicht raus! Die kommt nicht mehr raus. Hab ich mir doch gedacht. Verdammt! Diese scheiß intelligenten Bananen, ich hasse sie. Das hat er jetzt davon. Bei den Olympischen Sommerspielen 1928 gab es Medaillen für die Hersteller der Medaillen. Beste Logik. Echt genial. Frische Brötchen für den Bäcker und Haare für den Friseur noch. Der menschliche Körper enthält genug Carbon für die Herstellung von 8 Bleistiften. Orangen explodieren in der Mikrowelle. Okay, das klingt nach einem Fall für Professor Chick. Mein Name ist Professor Chick und ich werde Ihnen heute zeigen, wie eine Orange in der Mikrowelle explodieren wird. Und zu diesem Zweck schalten wir das gute Gerät einfach mal an. Oh Gott! 1896 wurde in Deutschland festgelegt, dass ein Fußballfeld baumfrei sein muss. Die beiden höchsten IQs, die jemals nach Standardtests ermittelt wurden, gehörten Frauen. Der Reis hat mehr Gene als der Mensch. Ein Schmetterling hat 12.000 Augen. 12.000 fucking Augen. Und nun ein typischer Dialog zwischen zwei Schmetterlingen. Hey, hilfst du mir mal eben beim Suchen? Ich hab was verloren. Na klar, 24.000 Augen sehen besser als 12.000 Augen. 20% aller Autounfälle in Schweden werden durch Elche verursacht. Elche scheinen mir noch schlechtere Autofahrer zu sein als Frauen. Eine an einem Gen veränderte Fruchtfliege wird ab Temperaturen über 30 Grad schwul, schwul. Boah, ist das warm. Jo, über 30 Grad. Ist ja richtig heiß hier. Der im Jahre 1982 vom Time Magazine gekürte Man of the Year war... der Computer! Sollten Sie unter Doromanie leiden, haben Sie das unbezähmbare Bedürfnis, Geschenke zu machen. Da kenne ich auch noch ein paar. Ich wünsche meine besten Freunde Doromanie. Simon, hast du Doromanie? Der Mensch kann als einziges Säugetier lächeln. Gangster-Style. Opa, Gangnam-Style. Als Anatidenphobie bezeichnet man die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Brillen, Switch! Switch, Switch, Switch. Aufgrund... Okay, ist echt geil. Aufgrund eines Gendefekts können Truthähne während starker Regenfälle ertrinken, weil sie zu lange in den Himmel starren. Wenn man einmal um die Erde geht, legt der Kopf eine ca. 10 Meter längere Strecke zurück als die Füße. In Thailand schreibt man 555 statt LOL. Na, 555, oh, der war so gut. Die Hoden eines Tintenfisches befinden sich mitten in seinem Kopf. Wie sieht dein
ein Schuss in die Eier aus beim Tittenfisch. Jeder Kopfball ein Schuss in die Eier. Methanol, also Alkohol, kann man mit der trockenen Destillation von Holz gewinnen. Ich glaube, heute besaufe ich mich mal. Im Mittelalter wurde eine Kuh der Hexerei beschuldigt und an den Galgen gehängt. Original Seed. Da, die Kuh, da hat gehext. Hängt sie auf! Wir sind erstmal durch mit unnützem Wissen und wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann seid ihr... kein Stück schlauer als vorher. Nee. Mich würde jetzt interessieren, was ihr so an unnützem Wissen kennt. Schreibt es mal in die Comments. Below. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Einfach einen majestätischen Daumen drücken. Man sieht sich. Haut rein, Chancen. Und ansonsten übernimmt jetzt hier der wohl kompetenteste Mitarbeiter des Teams. Der Abschlussbildschirm.